Du möchtest Fördermittel für dein Unternehmen beantragen und beispielsweise das KfW-Startgeld oder den ERP-Gründerkredit universell abrufen, dann wird dir dieses Stichwort begegnen, das Hausbankprinzip. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des X-Group-Instituts für Gründung, Finanzierung, Geschäftsentwicklung und wir begleiten jedes Jahr mehrere hundert Unternehmer oder Gründer dabei, solche Förderprogramme auch zu beantragen. Und alle haben die Aufgabe, nicht an die KfW heranzutreten oder an andere Förderinstitute, sondern zuerst mal das Hausbankprinzip zu wahren. Viele Förderprogramme greifen auf Quellen der EU zurück. Ob es der Europäische Sozialfonds ist oder EFRE-Programm, all diese Fördermittel werden finanziert aus den Beitragszahlungen aller EU-Länder. Und dort kannst du in der Regel nicht direkt hingehen und kannst sagen, ich brauche mal 100.000 Euro. Damit du als Bürger in Deutschland diese Quellen anzapfen kannst, gibt es in jedem Land der EU nationale Stellen, nationale Kontaktstellen NKS oder es gibt Landesbanken wie die Kreditanstalt für Wiederaufbau oder es gibt Ämter wie das Bundesamt für Ausfuhrkontrolle oder schließlich auch die Landesbanken wie in Berlin beispielsweise die Investitionsbank Berlin. Aber auch diese Institutionen haben nicht in jedem Bundesland von Deutschland beispielsweise eine Niederlassung, wo du einfach hingehen kannst, ding dong, hier bin ich, brauche 100.000 Euro, sondern diese Institutionen können nur angefragt, angezapft werden von den regionalen Banken. Und das sind zum Beispiel die Sparkasse, die Volksbanken, Deutsche Banken oder die ganzen anderen Banken, die es gibt. Erst diese können den Antrag stellen und die wiederum leiten oder rufen Mittel ab aus den europäischen Fördertöpfen. Das bedeutet also, dass du ohne Hausbanken gar nicht an die europäischen Fördertöpfe herankommst. Du brauchst also immer Partner, die dann vor Ort dich begleiten, die vor Ort deine Anträge prüfen auf Vollständigkeit und die sehr häufig auch mit 10, 20, 30 bis zu 50% eigene Haftung ins Risiko gehen. Deshalb brauchst du also einen guten Partner, der in dein Geschäftsmodell glaubt, der mit ins Risiko geht und dann den Antrag stellt, zum Beispiel die Sparkasse bei der IBB oder die Volksbank bei der KfW, die dann wiederum die Mittel aus der EU abholen. So bedeutet, dass fast 80% der Förderprogramme für Investitionen, für Betriebsmittel über die Regionalpartner laufen. Selbst hier in Berlin ist es so, dass wir nicht direkt zur Investitionsbank Berlin gehen können, wenn wir das Programm Berlin Start beantragen möchten, sondern auch da brauchen wir Hausbanken. Und so wird es in deinem Bundesland genauso sein. Das heißt also, such dir eine gute Hausbank. Wichtig ist noch, dass deine Hausbank nicht die Bank sein muss, bei der du jetzt gerade bist. Auch wenn die Targobank inzwischen Geschäftskredite und Kunden auch akzeptiert und bearbeitet, heißt es nicht, wenn du dein Konto da hast, dass du da bleiben musst. Sondern hier wirst du in die Geschäftskundenabteilung gehen. Wenn du gründest, sogar in die Gründerabteilung, die dich die ersten 3 Jahre begleiten. Und hier ist es wichtig, dass du mit dem Sachbearbeiter eine Person gefunden hast, die an dein Konzept glaubt, die dich fördert, die dich auch ermutigt, die letztendlich aber auch intern die Abteilung Marktfolge überzeugt, die erst dann nach Überzeugung die weiteren Anträge stellt. Deshalb unser Tipp ist, unsere gute Erfahrung ist es, mit mehreren Hausbanken zu sprechen, um dann bei 1, 2 oder 3 Zusagen sich den besten Regionalpartner, die beste Hausbank dann auszusuchen. Und du kannst dann immer noch ein neues Konto eröffnen oder mit dem Konto umziehen oder beide Konten behalten, wie du es auch immer magst. Wenn du dabei Unterstützung brauchst von uns, die richtige Hausbank zu finden, das richtige Förderprogramm zu finden aus den richtigen europäischen Fördertöpfen, dann kannst du gerne einen Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Denn wir helfen dir nicht nur dabei, die entsprechenden Richtlinien der richtigen Förderprogramme, die zu dir passen, rauszusuchen, sondern auch die Unterlagen so zu erstellen, dass die Hausbank überzeugt ist, weil sie vollständig alle wesentlichen und relevanten Informationen enthält. Gerne kannst du an einem Gutschein für ein kostenfreies Erstgespräch a. alle deine Fragen stellen, b. aber auch schon herausfinden, ob es für die Beratung, die wir dir geben, auch Fördermittel gibt. Gerne aber kannst du jetzt auch unseren Kanal abonnieren oder uns weiterempfehlen. Und ich wünsche dir viel Erfolg auf der Suche nach deinem Förderprogramm. Dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du unser Video zu Ende geschaut hast. Und gerne kannst du unseren Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Den Termin kannst du vereinbaren, entweder über unsere Webseite oder über unsere Hotline. Dann kannst du auf über 40 Experten von uns zurückgreifen, die bundesweit beraten und weil wir zertifiziert sind, kriegst du die Beratung auch noch bezuschusst und zwar von 50% bis 100%. Jetzt kannst du unseren Kanal abonnieren oder uns weiterempfehlen. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer.